Im letzten Part war so einiges los. Also wer das verpasst hat, der hat was verpasst. Im Ernst, wir haben zum einen scheinbar einen Ausweg aus der Polizeistation gefunden. Ihr seht es ja selbst, wir sind in einer Tiefgarage und nur dieses Tor trennt uns von der Freiheit. Dafür mussten wir jedoch auch Officer Marvin Brannock zurücklassen und hatten einen Bosskampf gegen ein groteskes Monster. Wir wissen noch nicht, was das gewesen ist und was das soll, aber vielleicht ja später nochmal dazu mehr. Hier trafen wir dann auch auf die mysteriöse Ada Wong vom FBI. Auch die gibt sich absolut schleierhaft, scheint aber mehr zu wissen. Und dann wäre da noch der arme Ben in seiner Gefängniszelle, der ebenfalls von etwas Gewaltigem zerdrückt wurde. Also Part 6 hat wirklich mehr zu bieten gehabt als Part 2, 3, 4 und 5 zusammen, habe ich das Gefühl. Also kommt einem zumindest so vor. Darauf eine Erfrischung? Nee, Leon, das muss warten. Als nächstes können wir hier entlang, wenn ihr das so seht, ein Zwinger. Na, Prost. Neues Gebiet quasi. Keep area clean. Ich werde mich bemühen. Und rein ins lustige Vergnügen. Ich muss auch dazu sagen, scheinbar habe ich die letzten Parts ein bisschen zu dunkel gehalten. Es wurde kritisiert und in der Tat, in der Nachbearbeitung versuche ich es immer noch ein bisschen farbenprächtiger und kontrastreicher zu gestalten. Jedoch wurde das Spiel ein Ticken zu weit dunkel. Das werde ich jetzt unterbinden. Also hattet ihr schon recht. Man konnte zwar genug sehen, aber es war doch ein bisschen dunkel, für meine Begriffe ebenfalls. Ja, hier ist zu. Ich glaube, ich nehme nicht zu viel vorweg, wenn ich sage, wir werden noch längst nicht das Ende sehen und die Credits erleben. Nur weil Leon aus der Polizeistation entkommen ist und hier herumstromert. Entsorgungsnotiz. Zur Entsorgung des Projekts, Schlüssel für Einsatzwagen, so und so. Details, verborgener, unbrauchbarer Schlüssel, mit dem man aber noch per Tastendruck Türen und Kofferraum des Wagens öffnen kann. Das gab's damals schon? Ich glaube nicht. Eine Dose. Ja, nimm mit. Die werden wir auch instant untersuchen, würde ich mal sagen. Und gucken, was drin ist. Darin ist etwas. Ach was. Hier. Alte Rostlaube. Ein abgenutzter Schlüssel. Ich glaube, das war die Kombination. Car Number. Gucken wir doch gleich mal, wo das liegt. Auch munitionstechnisch, wenn ihr das so seht, sieht's bitter aus. Ich könnte eigentlich die sogar reinladen. Da habe ich wieder mehr Platz im Inventar. Wir können die grünen Kräuter kombinieren. Wir haben auch hier die Kurbel gefunden. Ich denke, dass man das braucht auf der Station. Aber da werden wir auch zu 99% hin zurückkehren. Ich würde mich sehr irren, wenn das nicht ginge. Und optional wäre, den Rest zu erkunden. Das ist ja Quatsch. Eine Nachricht von Mr. Raccoon. Hallo Jungs und Mädels, hier ist euer Freund aus dem Raccoon City Zoo. Schön, euch zu sehen. Heute möchte ich über etwas reden, das mir sehr am Herzen liegt. Ihr kennt doch meine beliebten Mr. Raccoon-Figuren, oder? Also, ich habe gehört, dass einige böse Kinder sie für Schießübungen benutzen, aber das macht mich sehr traurig. Was? Die Raccoon? Warum? Als ob es so einen Flyer gäbe. Liebe kleine Kinder würden doch nicht so gemein sein, oder? Das ist nämlich total mega gefährlich, also lasst das bitte schön bleiben. Wir sehen uns im Zoo. Mr. Raccoon, over! Wie niedlich. Das Maskottchen aus dem Raccoon City Zoo. Oh mein Gott, das fehlt auch noch, dass man da noch hin muss und die ganzen Tiere treffen darf. Der Wahnsinn. Ein Riesenspaß für die ganze Familie jedenfalls. Schießübungen sind hier auf jeden Fall an der Tagesordnung gewesen. Hier ist es auch sehr dunkel, muss ich auch nochmal sagen, wenn ihr jetzt das Video seht. Hier ist es einfach verdammt dunkel. Also außer Leons Taschenlampe ist da nicht viel zu erkennen. Also wo ihr hinleuchtet, da leuchtet ihr hin. Achso, das sind Haare. Ich dachte für einen Moment. Oh, Mr. Raccoon. Habe ich nicht ein Messer? Ich habe eine Handgranate. Das geht dann doch zu weit. Ich glaube, das soll man machen. Sowas ähnliches gibt es ja in Resident Evil 4. Ich mache es einfach mal. Ich dachte jetzt, Waschbärbekämpfung. Ich dachte jetzt, das schaltet zumindest ein Achievement frei. Ich habe schon eine Munition, ich habe eine Kugel verschwendet.
Dafür kriege ich aber neue Flintenmuni, das ist schön. Lad die auch direkt rein, oder? Nice. Wenn was Ernstes um die Ecke kommt, dann würde ich ja fast vermuten, den gibt's überall öfter. Das wäre jetzt nur der Hinweis von wegen... Schießübung. Kleine Kinder, bitte unterlasst es mit eurer Magnum auf mich zu feuern. Feuert lieber irgendwo anders hin. Jetzt würde ich erstmal gucken, ob der Schlüssel was bringt. Kann ich den Wagen denn finden, wenn ich ihn jetzt einfach betätige? Kann ich die Nummer sehen? Ja gut, betätige doch einfach mal. Ich bin tatsächlich richtig. Da hätten wir Gewehrschaft Mathilda. Also für unsere Pistole noch ein bisschen was Gutes. Die Waffe Dreiersalven verschießt. Da ist aber auch drei Kugeln auf einmal weg, ne? Aber ich glaube, im Endeffekt dürfte es effektiver sein als drei einzelne. Also es wird schon nicht eine Verschlechterung sein. Versteht ihr, wie ich meine? Ich brauche jetzt aber auch mehr. Ah, oh, das muss ich auch abmachen, wenn ich auf so einen Kram ziele, wie eben gesehen. Ne? Auf so einen Raccoon oder sowas. Okay, das haben wir alles erkundet. Hier ging es direkt weiter. Und dann ab in den Zwinger. Ein Spaß für die ganze Familie, der Zwinger. Die Putzfrauen haben wohl gerade Pause. Und das schon etwas länger. Oh, blaues Kraut. Da kraut's mir doch dafür. Ja. Da werden Erinnerungen wach. An das Original. Also die Abläufe und so weiß ich nicht auswendig, aber so ein paar Schlüsselmomente. Definitiv. Ich glaube, jetzt kann ich schön nah ran, weil die mir erst gleich entgegenspringen. Hallo? Wollen wir Gassi gehen? Was machen so Hunde eigentlich jetzt mal von den Zombie-Hunden abgesehen? Wenn die in so Zwingern stecken und so, die machen da auch hin ohne Ende oder was? Ja, das ist ja unmenschlich, ne? Ist ja zum Glück eh nicht mehr verbreitet, aber eine Zeit lang war das so hochwertiges Schießpulver. Bevor ich da was kombiniere, würde ich mal noch abwarten. Wir haben ja noch Platz im Inventar. Noch. Schon mal eine Schießübung machen. Da geht's die Treppen runter. Schön. Nachteil verschaffen im Kampf gegen die Hündchen. Gegen das Wolfsrudel. Gegen die Schattenwölfe. Man könnte kritisieren, dass ich ein bisschen langsam durch die Gegend laufe, aber guck, zum einen bewahrt das die Atmosphäre und zum anderen ist die Grafik doch so schön, man kann die durchaus bewundern, oder? Man kann die Grafik bewundern. Aha, hier ist die Kurbel vonnöten. Aber ich würde doch erstmal hier schauen. Leichenhalle. Was gibt's schon? Ja, da kommt die erste. Autopsiebericht Nummer Million. Name des Verstorbenen Justin Hansen. Männlich, weiß, 39 Jahre alt. Muss man das so dazu schreiben? Weiß? Beobachtungen vom Personal tot im Bett seiner Gefängniszelle aufgefunden. Hände aufgrund der Leichenstarre zusammengeballt. Sollte bald nachlassen. Wahrscheinlich nach Löschung des Lichts verstorben. Der Verstorbene war ein Kleptomane, der mehrmals in Haft saß. Unglaublicherweise klaute er sogar im Gefängnis weiter, wobei das nur seiner klinischen Diagnose entspricht. Aha, ich wette, der hat was in der Hand, ne? Der hat was ganz Wichtiges in den Griffeln, das wir wollen. Weil der hat das, die konnten nicht gucken, was der in der Hand hat. Und wir holen ihn jetzt raus und werden uns fürchterlich erschrecken vor irgendwas. Da geht ein Button, da geht ein Button. Da geht ein Button, da geht ein Button.
Überall gehen Buttons. Wo war denn das noch? Resident Evil 7, da gab es auch diese Kammern. Naja, fangen wir hier an. Halten muss man's. Sieht ziemlich leer aus, oder? Ich bin jetzt nicht der Experte. Guten Tag. Also ich werde dich mal untersuchen. Kennt ihr diese eklige Stelle aus Final Destination 2, wo die Leichen auch nochmal zucken? So, wenn du nichts dagegen hast, dann darfst du weiter chillen. Natürlich wird es die letzte sein, keine Frage. Oder die vorletzte. Den kann ich untersuchen. Hier ist nichts. Ich muss von der anderen Seite ran. Jumpscare in 3, 2, 1. Oh, geil, ein Karo-Schlüssel. Damit müssen wir sowieso zurück zur Polizeistation. Ja, voll überraschend. Weißt du was? Warum solltest du mir Munition wert sein? Ah, das sind noch mehr. Oh, shit. Hier sind noch mehr Kammern. Oh, fuck, Mann, ich bin so heldenhaft, ne? Ach, man kann drei auf einmal. Muss aber nicht. Was zum Teufel? Komm, öffne mal schnell. Ich gucke, ob da noch irgendwas Besonderes dahinter steckt. Das will ich ja zumindest ausschließen können. Guck mal, Blendgranate. Nehmen wir mit. Nix. Anscheinend nix. Wenn ich nicht weiter ziehen kann, gehe ich einfach mal davon aus, dass das war. Man in Black 1, sage ich nur. Oh, ein rotes Kraut. Das sieht halt irgendwie eher pink aus. Kombiniert es direkt. Zum Glück stehen die auch nicht mehr auf. Warum war das mit den Handballen, wenn hier überhaupt nichts in der Richtung relevant ist? Oder lag der Schlüssel neben ihnen, weil er irgendwann die Hand nachgegeben hat? Ach, diese Theorie. Wie viel Muni habe ich denn jetzt? 7. Das gefällt mir nicht so ganz. Denn die Hunde werden safe kommen. Das sagt einem doch schon der Menschenverstand. Was? Als ob. Als ob sich das Spiel nehmen lassen würde. Was war hier? Ach, die Kurbel. Fuck, Mann, ich könnte gucken. Warum habe ich das denn nicht? Also erst wenn ich hier war beim Transformatorraum, da soll ich ja auch hin. Okay, was hilft's? Entschuldigung. Ups. Doppelschuldigung. Eine Tür, die... Das ist eine richtige Schwingtür. Die lässt sich in beide Richtungen öffnen. Heftig, Mann. Achtung, Orientierungssinn. Übrigens, Thema Dunkel, ne? Ich bin ja untröstlich, dass die Parts 1 und 3 um 14 Uhr online kamen. Hier kommt erst raus, wenn ich da hinten beim Transformator war. Ist doch ganz klein. Und die Uhrzeit, wenn ihr natürlich, keine Ahnung, im Zimmer sitzt und irgendwie am PC schaut, das ist natürlich dann so ist das Spiel nicht gedacht, wisst ihr? Ihr müsst schon im Dunkeln gucken. Da seht ihr auch mehr, logischerweise. So. Die Frage ist, kann ich die Kurbel dann gleich nochmal mitnehmen? Ich habe ja eh keinen Platz. Das ist ein bisschen doof, so. Vielleicht wäre es schlau gewesen, kurz zur Kiste zu latschen. Ich könnte eventuell, wenn was kommt, eine Waffe nehmen. Ich könnte das kombinieren, das stimmt natürlich. Eine Waffe nehmen, wie die Blendgranate.
Oder die Handgranate. Ich weiß es nicht, schwer zu sagen. Ich gehe von demselben Effekt wie bei Resident Evil 4 aus. Die Blendgranate überhaupt keinen Schaden macht. Aber dafür kann man dann wegrennen. Ich glaube, bei Hunden bringt das... Ja, vielleicht. Wahrscheinlich doch. Transformatorraum. Was haben wir hier? Schießpulver. Das kombinierst du jetzt damit. Damit haben wir Muni. Kann ich die Muni auch direkt? Nice. Also haben wir jetzt wieder Platz. Geil. Seht ihr? Die Probleme lösen sich wie von selbst. Verpacktes Elektronikteil. Sieht aus, als bräuchten wir das wirklich. Cube Conductor. Das brauchen wir wahrscheinlich jetzt zum Reparieren des Transformators. Machen wir auf hier. Wichtiges Objekt. Ein Spezialteil für einen Schaltschrank. Als ob. Müssen wir jetzt zu Ben zurück? Schon? Sieht ganz danach aus. Na, da läuft auch die Suche runter. Der Witz ist, das sieht ja aus wie der Keller meiner alten Wohnung. Habe ich euch mal erzählt, die Sache, dass da einfach mein Keller überflutet wurde. Weil die Rohren waren altersbedingt. Einfach, wow. Mal auflösen, mehr oder weniger. Ja, so, ey, das sieht aus wie in meiner alten, das ist meine alte Wohnung. Na, hey, jetzt erkenne ich es auch. Also mein Kellerraum. Im Mehrfamilienhaus. Da gucken wir gleich. War noch sonst irgendwas? Munition oder so? Immer gern gesehen. Ne. Dann... Was ist hier eigentlich so rein von der... Achso, da können wir sogar hingucken. Haha, da lässt sich einiges probieren, Digga. Ich kann kurz mal gucken, was die Effekte einzeln bringen. Da viel, da fast nichts. Da viel, da gar nichts. Gleichmäßig. Gleichmäßig klingt eigentlich gut, ne? So. Einfach die letzten beiden Schalter. Den ersten beiden sind zu ungleichmäßig. Habt ihr die Hunde gehört? Ja, moin. Ich hatte dezent keinen Bock auf dich, mein Freund. Wir gehen jetzt kein Gassi. Ich hab kein... Das gibt aber heute kein Frohlig mehr. Tja, und damit ist unsere Pistolenmuni auch wieder down. Aber dafür ist er halt nun mal da, ne? Dafür wird sie gemacht. Das ist eh schon bemerkenswert von Leon, wie er da... Geht er nicht durch? Ach, die Hunde. Die Hunde können da durch. Fehlen die jetzt eigentlich auch im Zwinger? Ach, guck mal. Oh mein Gott. Wie konnte er das übersehen? Vollgepackte Taschen und damit kannst du wieder zurückgehen. Renn! Renn! Es wird nicht besser hier, schätze ich. Auf den Hund gekommen. Kommen die Entwickler auf solche Ideen? Ja, lass den halt nochmal snacken, da sind wir auf Gefahr. Darf er noch einmal snacken? Muss aber nicht. Die kommen bis hierher!
kommen sogar hier rein? Ich dachte, der Raum wäre relativ safe. Da stehen sie alle rum. Tja, da hilft wohl alles nichts. Die müssen wir noch bearbeiten mit der Schrotflinte. Du kriegst jetzt natürlich dein wohlverdientes Super-Mega-Kraut. Haben wir noch Heil-Items da? Wäre zu schön, um wahr zu sein, ne? Gibt's irgendetwas, das wir nicht mehr brauchen? Generell, was wir nicht mehr... Ich lasse mich nicht gerne in die Irre führen. Wegwerfen können wir. Brauchen wir nicht mehr. So. Das ist der Schaltschrank. Ich glaube, die Holzbretter brauche ich erst wieder... drüben. Sieht mir stark danach aus. Ja, und der Rest bleibt mal bitte da. Die brauchen wir auch noch, ja. Wie gesagt, im Haus ist noch eine Stelle. Vielleicht könnten wir speichern. Das wäre eine schöne Sache. Dann seht ihr auch, wann ich das Ganze aufnehme. Nicht mehr am 25.01. um 1.35 Uhr, nein, sondern am 26. um 23.16 Uhr. Sachen gibt's, wa? Zwei Tage später, wenn man so will. Ja, hilft ja alles nichts. Ballern wir den Schrot rein, oder? So gut's geht. Und dann ist die Munition alle, schwöre ich euch. Alle drei Hunde. Wo seid ihr denn? Ich rufe an bei Tiere, suchen ein Zuhause. Je näher, desto effektiver ist eine Schrot. Die sieht nicht so effektiv aus. Ist's aber anscheinend. Die letzte Kugel. Leon, überleg's dir. Kennst den Spruch, gib dir die Kugel, ne? Als ob wir jetzt hier ohne böse Überraschungen das lösen können, wie gefordert. Ein Hund mehr und wir sind am Arsch. War das noch nicht alles? Oder was will man mir sagen? Man sagt es mir nicht. Guck mal, da links sind noch zwei. Jetzt hätte ich mal aufpassen sollen, wo die reingekommen sind. Ja, aber guck mal, da wo die Leitung hinkommt. Anscheinend war es das noch nicht, ne? Ganz kurz nochmal Notizen durchgucken. War da nicht was? Müssten noch ein paar herumliegen. Ein paar? Das ist schlecht. Ich habe keine mehr gesehen. Oh Mann. Naja, ich habe ja gespeichert. Ich werde jetzt einfach mal todesmutig hin. Oder geht das? Gehen. Jetzt einfach mal todesmutig hinjumpen und mal gucken, ob ich blind war. Das wird mich schon sehr wundern. Müssten noch welche rumliegen. Heißt, kann, muss aber nicht. Du altes Fischgesicht. Ein paar sind zwei, ne? Wisst ihr Bescheid. Wenn dem so ist, ärgere ich mich sowieso schwarz, weil... müssen wir schon wieder einen Weg zweimal gehen. Haben das auch abgespeichert, dummerweise. Was noch blöder ist, ist einfach, was ich hier tue. Treffer Nummer 1. Wenn er ein zweites Mal beißt, sind wir auf Gefahr. Auf Vorsicht. Kennt das. Sei ganz ungezwungen. Ich bin so witzig.
Zwingen, Zwinger, wisst ihr? 80% haben es eh nicht sofort geschnallt. Auch nur, weil ich so unlustig bin manchmal. Aus der Not heraus, Freunde. Aus der Not heraus. Und der Transformatorraum ist ja nicht mal das, sondern das da drin. Ich kann ja auch weiter, ich hält. Oh Mann! Warum bin ich überhaupt zurück? Kombinationsgabe wie ein überfahrenes Eichhörnchen. Hier so? Musik auch sehr dramatisch, aber hier habe ich die meisten Köter abgeknallt. Tut mir leid. Ne? Also am Anfang war schon richtig gedacht. Na gut, die sind ja auch ein bisschen handsam. Ne? Hunde, die bellen, beißen nicht, sagt man. Ab und zu so ein kleiner Knapser. Das ist doch aus Liebe gemeint. Ich wollte mich nur vergewissern, ja? Jetzt ist confirmed, dass wir hier durch können. Wo geht's hier wohl hin? Laden, 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 laden. Schwache Textur, schwach. PS1-Textur. Guck mal, hier wurde nicht geremaked. Und jetzt passt die Sache. Gut. Oh, shit. Ja, gut. Ich bin wieder hier. Flintenmoney. Ich habe gefunden etwas Flintenmoney. Aber echt sehr wenig. Warum so viel blaues Kraut? Eine Schreibmaschine und eine Kiste. Da macht schon gleich mal das Licht an. Dann sieht man auch mehr. Pistolenmuni. Sauber. Klar, müsst ihr einem geben. Ist halt echt so. Hättest du denen die Hunde auf dem Hals? Mag-Munition. Das war zweimal hochwertige. Oh, shit. Heldenhaft. Noch mehr? Okay, dann bekommen wir die eh bald. Elektroteil. Was? So eine Sicherung? Aber wir haben doch schon eine Sicherung. Ich wüsste gar nicht, wo die jetzt hin soll. Warte, wir untersuchen das. Pausenraum, Flur. Das muss ja irgendwo in der Gegend sein. Stand ja auch da. Wir sind im Pausenraum. Dann ist das nicht fern. Ja gut, haben wir einen Bereich in aller Seelenruhe erkundet. Und schon, wie die Zeit verfliegt. Ist es vorbei, aber ihr wisst ja Bescheid, momentan jeden Tag, 18 Uhr, Resident Evil 2 Time. Danke fürs Dabeisein und ist der Daumen oben, werd ich euch loben und bis dann und ciao.